In Berlin herrscht seit Monaten extreme Hitze und Dürre. Es wurde ein Notlager für Bewohner eingerichtet, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Den Menschen geht es schlecht. Viele erkranken wegen des Wassermangels. Außerdem sind Brände in der Stadt ausgebrochen, die die Bewohner gefährden. Wegen der extremen Trockenheit steht kein Löschwasser zur Verfügung. Helfen Sie den Menschen im Notlager, verhindern Sie den Ausbruch von Seuchen und retten Sie die Bewohner der Stadt vor den Bränden. Okay. Krass. Hier geht auf jeden Fall ordentlich Party. Also das Spiel macht auf jeden Fall richtig Spaß. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Helikopter habe ich auch. Sehr schön. Für diesen Einsatz stehen Ihnen neue Fahrzeuge zur Verfügung. Ja, mit dem Polizeihelikopter können Sie einige Gebäude evakuieren, solange sie noch nicht brennen. Schon mit unterwegs. Dem Bergungshelikopter können Sie Opfer aus der Luft abtransportieren und Menschen von Dächern retten. Und mit dem Abschleppfahrzeug können Sie parkende Autos und Autowracks abtransportieren. So, richten wir unsere Ärzte mal hier ein. Was gibt's? Schon unterwegs. So, so, so. Was habe ich verstanden. Ich brauche, glaube ich, einen. Ja, wird gemacht. Damit. Auf dem Weg. Höre sofort. Megafon? Hast du nicht? Hast du ein Megafon? Jawohl. Zu Befehl. Ist okay. Bring die Leute weg. Höre. Wird umgehend durchgeführt. In einigen Gebäuden befinden sich noch Menschen. Ja? Sie sollten die Gebäude evakuieren, solange sie noch nicht brennen. Dafür können Sie den Polizeihelikopter einsetzen. So, auf jeden Fall habe ich mal die Leute weggetan. Das ist zum Beispiel sehr schön gelaufen. Bin unterwegs. Was gibt's? Schon unterwegs. Was gibt's? Jawohl. In welchen Häusern muss man an? Sie müssen die Erkrankten im Notlager versorgen. Was gibt's? Ja? Erkrankten im Notlager? Ja. Höre, wird umgehend durchgeführt. Höre. Notlager ist hier hinten. Eins, zwei, drei Erkrankte sehe ich hier. Höre, bin unterwegs. So, du holst den nächsten ab, mein Freund. Sind da noch mehr auf dem Dach? Zu Befehl. Ja, aber verstanden. Ist in Arbeit. Was sofort. Ist in Arbeit. So. Wir müssen gucken. Ist in Arbeit. Jawohl. Einen haben wir hier gefunden. Den transportiere ich mal nach hier vorne zu dem Arzt. Schon unterwegs. Boah, ganz schön viele, die hier verletzt sind oder krank sind. Was geht noch hier vorne? Was gibt's? Noch ein Typ, okay. Durchgeführt. Ich gehe mal zu weit nach hinten. Bin unterwegs. Ja, wird gemacht. So, die werden verarztet, sehr schön. Wo ist mein Hubschrauber? Ja. Warte, ich sollte noch irgendwelche Gebäude evakuieren oder so. Habe verstanden. Ja, ja. Jawohl. Abschleppfahrzeug kann ja die Scheiße hier wegbringen, ja? Hier spricht die Polizei. Bitte räumen Sie unverzüglich das Gebäude. Höre. Zu Befehl. Hier spricht die Polizei. Bitte räumen Sie unverzüglich das Gebäude. Das ist natürlich jetzt sehr geil. Kann ich nur auf der rechten Seite hier machen und das war's, glaube ich, schon. Boah, da sind noch ganz schön viele, die da rumlaufen. Hier.
Achtung! Nach einer Explosion in einem Gebäude befindet sich dort eine Person in höchster Gefahr. Sie müssen sie retten. Ja? Oh, da, krass. Ja. Gar nicht gesehen. So, wo sind denn noch Polizisten von mir? Ja? Auf dem Weg. Wird gemacht. Was gibt's? Jawohl. Bin unterwegs. Du gehst mal nach vorne und holst die Leute. Auf dem Weg. Wo ist mein Hubschrauber? Was gibt's? Noch einen musst du holen. Bestätige. Wir haben da einen Notfall. Eine Person, die sich wahrscheinlich nicht mehr lange festhalten kann. Holen wir doch schon. Sie wird abstürzen. Sprungpolster oder Drehleiter einsetzen. Habe ich schon gemacht, mein Freund. Was gibt's? Wird ausgeführt. Höre. Bin unterwegs. Feuerwehrmann. Was gibt's? Lass ihn mal runter. Schon unterwegs. Abtransportieren. Ist in Arbeit. Höre. Ist in Arbeit. Höre. Wird umgehend durchgeführt. So, das haben wir schon mal. Wie sieht's hier hinten mit Verarzten aus? Machen die, glaube ich, automatisch. Der chillt da noch rum, okay. Geh mal dahin. Wird gemacht. So, die Leute hole ich raus, sehr schön. Was gibt's? Auf dem Weg. Du auch, wenn's geht. Wird gemacht. Auf dem Weg. So, haben wir da noch Leute? Was gibt's? Bin unterwegs. Höre, wird gemacht. Ja. Ja. Auf dem Weg. Mann, dass wir da wirklich, dass wir die Leute auch einzeln rausholen müssen, ist auch zum Kotzen. So, gibt's hier noch irgendetwas? Du da. Gut. Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Ja. Okay, dann können die Ärzte auf jeden Fall wieder nach vorne kommen. Ich glaube, da werden die gebraucht. Bin unterwegs. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Ja? Bin unterwegs. Ist in Arbeit. Ja? Wird umgehend durchgeführt. Höre. Bin unterwegs. Verstanden. Over and out. Was gemacht? Auf dem Weg. Achtung! Es gibt wieder mindestens eine erkrankte Person im Einsatzgebiet. Wieder hier hinten, oder was? Ey, willst du mich verarschen? Da kann ich auf jeden Fall einen Arzt wirklich hier hinten lassen. Ja? Auf dem Weg. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie die ganze Zeit krank werden, ne? Das ist jetzt eigentlich verständlich, ne? Sie haben alle Opfer versorgt und abtransportiert. Das haben sie gut gemacht. Schon unterwegs. Was gibt's? In Ordnung. Habe verstanden. So, kümmere dich mal um den Kollegen. Wird gemacht. Was wird gemacht? So, haben wir hier noch irgendetwas? Höre, habe verstanden. Höre. Ja? Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Gut. Sie haben alle erkrankten Roger. Menschen behandelt. Ja? Okay, was müssen wir denn noch so für Aufgaben machen? Bewohner der Stadt vor Bränden retten. Haben wir noch Bewohner in der Stadt? Ich glaube, ich habe eine Katze gehört. Höre? Auf dem Weg. Höre? Bleib's einfach mal da. Ja, da ist noch ein Typ. Höre. Schon unterwegs. Ja? Ja, was haben wir denn jetzt noch? Höre?
irgendwo was zum Holen oder so, Leute auf Dächern. Nee, ich sehe nichts. Hier, Abschleppfahrzeug kann auf jeden Fall mal hier seine Arbeit machen. Ja. Schon unterwegs. Dann wüsste ich aber jetzt nicht momentan, was wir machen müssen. Ich sehe hier sonst nichts. Vielleicht passiert dann gleich wieder etwas. Vermute ich. Ich habe doch die Bewohner gerettet. Höre. Schon unterwegs. Oder sehe ich das falsch? Ich sehe keine Bewohner mehr. Oh, scheiße. Roger. Willst du mich verarschen? Chillt der da noch? So kann ich auch gucken, ob hier noch mehrere Leute chillen. Nee, nur noch einer, der Drecksack. Auf den wartet die ganze Nation, ey. Kann ich mit dem Heli abholen? Ja. Achtung. Nee. Es gibt wieder mindestens eine erkrankte Person im Einsatzgebiet. Da kümmert er sich schon drum. So gut, dass ich ihn da gelassen habe. Abschleppfahrzeug ist auch wieder da, den brauchen wir, glaube ich, jetzt Achtung, nicht mehr. Wir erhalten soeben einen Notruf. In einem brennenden Gebäude im Einsatzgebiet befindet sich ein erkranktes Opfer. Es kann das Gebäude nicht aus eigener Kraft verlassen. Retten Sie das Opfer mit Hilfe des Drehleiterfahrzeugs. Achtung! Es gibt mindestens ein weiteres Opfer im Einsatzgebiet. Ja. Versorgen Sie es und transportieren Sie es dann ab. Höre. Schon unterwegs. So, wo ist das nächste Opfer? Hier. Höre. Wo ist denn mein Drehleiter-Dingens? Was gibt's? Auf dem Weg. Der ist da. Was gibt's? Okay. Sollten die nicht da in dem Haus alle evakuiert sein? Aber nein, da ist auf jeden Fall noch eine Person drin gewesen. Achtung, wiederholter Notruf. In einem brennenden Gebäude befindet sich eine erkrankte Person. Sie müssen sie mit Hilfe des Drehleiterfahrzeugs da rausholen. Mach ich doch gerade. Chill mal. Dauert ein bisschen. Ja, das Feuer breitet sich auf jeden Fall aus, merke ich. Oh, da chillt ein Typ. Habt ihr gesehen? Achtung. Nach einer Explosion in einem Gebäude befindet sich dort eine Person in höchster Gefahr. Sie müssen sie retten. Was gibt's? Ja. Das machen wir anders. Höre. Ist in Arbeit. Ja. Schon unterwegs. So, bringen wir es zu den Ärzten hier und dann passt das auf jeden Fall. Ja. Auf dem Weg. Wir haben da einen Notfall. Eine Person, die sich wahrscheinlich nicht mehr lange festhalten kann. Sie wird abstürzen. Sprungpolster oder Drehleiter einsetzen. Sehr schön. Was gibt's? Sofort. Auf dem Weg. Was gibt's? Ja. Jawohl. Hat er wunderbar funktioniert? Wo ist hier eine verletzte Person? Da kommt sie. Die Was gibt's? Erkrankte Person ist noch auf dem Weg. Komm, bring ihn mit. Höre. Schon unterwegs. Roger. Ich würde sagen, der will ihn nicht mitnehmen. Schon unterwegs. So, kommt schon. Lass ihn runter einfach. Ja, bin unterwegs. Kann der Arzt sich drum kümmern, er kann ins Krankenhaus und dann ist das Ding, glaube ich, mal gegessen. Ist in Arbeit. Höre. Gut. Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Ja, siehst du mal.
Die sind auch noch auf dem Weg. Krankenhaus. Bin unterwegs. Was gibt's? Schon unterwegs. Was gibt's? Bin unterwegs. So, das hätten wir schon mal. War's das? Zwei von drei. Ich glaube, der eine ist gerade auf dem Weg. Man sieht es auf der Karte oben rechts. Wenn er weg ist, ist 3 von 3. Bewohner der Stadt vor Bränden retten, habe ich doch eigentlich gemacht. Sie haben alle Opfer versorgt und abtransportiert. Das haben Sie gut gemacht. Sehr schön. Ich habe doch... Das heißt wohl, ist es noch ein Bewohner irgendwo in der Stadt. Ich könnte kotzen. Achtung! Es gibt wieder mindestens eine erkrankte Person im Einsatzgebiet. Hinten bei uns vielleicht? Ja. Kümmert er sich doch schon drum? Ja. Sehr schön. Gut. Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Bewohner der Stadt vor Bränden schützen. Mache ich doch gerade. Höre. In Ordnung. Auf dem Weg. Höre. Ich tue mal einfach die anderen Leute hier rausholen. Auf dem Weg. Achtung! Mehrere Personen sind aus einem brennenden Gebäude geflohen und wurden dabei verletzt. Sie müssen sie sofort versorgen und abtransportieren. Da vorne. Achtung! Es gibt mindestens ein weiteres Opfer im Einsatzgebiet. Versorgen Sie es und transportieren Sie es dann ab. Wird gemacht. Höre. Jetzt chillt er einfach. Bin unterwegs. Sein Leben. Auf dem Weg. So, wo ist der Polizist? Da. Ja. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Ich sammle alle Leute hier ein, die mir dann folgen. Auf den Weg nach draußen. Schon unterwegs. Der will nicht. Höre. Wieso will er nicht? Schon unterwegs. Ja. Schon unterwegs. Was gibt's? Schon unterwegs. Höre. In Ordnung. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Die sind doch alle draußen. Ich sehe keine Personen mehr, die hier rumlaufen. Die letzte Person wird gerade versorgt. Ja, wird gemacht. Wird ausgeführt. Bin unterwegs. Ab ins Krankenhaus mit dem. Ich kann hier nochmal rumfliegen, aber hier ist nichts mehr. Ich sehe auch keine Person mehr, nichts. Was gibt's? Jawohl, schon unterwegs. Höre. Schon unterwegs. Sind voll viele Hunde am Start, merke ich irgendwie. Ja, bin unterwegs. Wird gemacht. Sie haben alle Opfer versorgt und abtransportiert. Das haben Sie gut gemacht. Bin unterwegs. Sehr schön. Hey, keine Opfer. Oh, okay, ist was wieder was. Bei der Explosion wurden Menschen verletzt. Ziehen Sie die Trümmer über den Opfern mit Feuerwehrmännern weg. Und dann sollten Sie die Opfer so schnell wie möglich versorgen und abtransportieren. Achtung! Es gibt mindestens ein weiteres Opfer im Einsatzgebiet. Versorgen Sie es und transportieren Sie es dann ab. Es hört gar nicht auf, dass irgendwas passiert, gell? Höre. Auf dem Weg. Höre. Bin unterwegs. Alles klar. Wird ausgeführt. Auf dem Weg. Ja? Mann, Mann, Mann. Schon unterwegs. Alles klar. Wird ausgeführt. Aber ist doch ganz cool, das Spiel. Macht auf jeden Fall Spaß. So, jetzt haben wir noch 2 verletzte Personen. Bin unterwegs. Haben wir noch einen Arzt, der hier rumpimmelt? Ja, da. Ja? Auf dem Weg. Mehrere Personen sind aus einem brennenden Gebäude geflohen und wurden dabei verletzt. Oh, bitte? Sie müssen sie sofort versorgen und abtransportieren. Da.
Höre. Wird umgehend durchgeführt. Höre. In Ordnung. Bin unterwegs. Oh, scheiße. Was liegt der da? Ja. Wird umgehend durchgeführt. Wo ist der Feuerwehrmann? Ey. Höre. Siehst du, dass du hinkommst? Unterwegs. Höre. Wo ist der andere Typ? Da, ey. Wollt ihr mich verarschen? Auf dem Weg. Höre. Auf dem Weg. Die zwei Personen haben wir auch noch geholt. Sehr schön. Höre, bin unterwegs. Los geht's. Ja? Auf dem Weg. Höre. Ist in Arbeit. Einen Arzt haben wir hinten doch noch, der nichts mehr zu tun hat. Höre. Bin unterwegs. Der kann ja eigentlich da hochflitzen, oder? Das bräuchten wir eigentlich jeden Typ. Auf dem Weg. Höre. Bin unterwegs. Die Brände können sich nicht weiter ausweiten. Die unmittelbare Gefahrensituation ist überstanden. Schon unterwegs. Ja? Auf dem Weg. Sofort. Ja, los geht's. So, wann sind sie transportfähig? Der ist schon transportfähig, sehr schön. Ist in Arbeit. Los geht's. Die noch nicht. Die auch. Was gibt's? Auf dem Weg. Ist in Arbeit. Ja, bin unterwegs. Höre. Bin unterwegs. Wird gemacht. Höre. So, bei denen dauert es aber lange, muss ich sagen. Die haben wohl ernsthafte Verletzungen. Jetzt können sie weg. Ja. Wird ausgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Der kann auch noch nicht. Egal, wir haben eh keinen Krankenwagen momentan. Wir müssen warten, bis ein neuer kommt. So, ihr seht schon, die Parts werden jetzt immer länger. So, jetzt kann der aber. Wir müssen trotzdem warten. Ja, da kommt schon ein neuer. Ja, sofort. Wird ausgeführt. So, das ist die letzte Person. Dann haben wir die Mission geschafft, nehme ich mal an. Vermute ich mal. So, der letzte Krankenwagen fährt weg. Da kommt ein neuer. Was gibt's? In Ordnung. Das war nicht gut von mir. Wird ausgeführt. So. Jawohl. Dann fahr mal, mein Sohn. Fahr keinen Tod. Und dann haben wir es geschafft. War auf jeden Fall eine schwere Geburt. Da kommt der LKW-Konvoi. Die Flüchtlinge aus dem Notlager und die Bewohner der Stadt werden jetzt in eine Sicherheitszone außerhalb der Stadt transportiert. Unsere Aufgabe ist damit erledigt. Gut, dann haben wir das auch erfolgreich abgeschlossen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Gut gemacht. Sie haben sich keine größeren Fehler bei dieser Mission geleistet. Natürlich gibt es noch Raum für Verbesserungen, aber allzu viel Kritik ist hier nicht angebracht. Machen Sie weiter so.